Nachdenklichkeiten zum 3. Oktober 2021. Nürnberger Prozess in Kaliningrad. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Der unvorbereitete Spaziergänger in Kaliningrad wurde wohl geschockt, als er an einem historischen Gebäude im Stadtzentrum Kaliningrads die blitzblanke amerikanische Flagge wehen sah. Gleich daneben wehten die britische und französische Fahne. Hatte man etwas verpasst? Hatte die NATO Kaliningrad besetzt? Zum Glück sah der aufmerksame Beobachter aber auch die sowjetische Fahne am Gebäude und schnell wurde ihm klar, dass hier etwas Besonderes vor sich ging. Kaliningrad als Stadt, aber auch das ganze Kaliningrader Gebiet selber, wird wohl für Filmproduktionen immer interessanter. Am Donnerstag erfuhr ich während einer Familienfeier in einer Banja, dass das Museum für Bildende Kunst im Kaliningrader Stadtzentrum sich für ein paar Tage als historisches Gebäude für den Nürnberger Prozess verwandeln musste. Und ich beschloss zu schauen, was sich dort alles abspielt. Viel gab es nicht zu sehen, denn das gesamte Gebäude war weiträumig abgesperrt und es gab so viele Aufpasser, dass keine Chance bestand, sich heimlich dem Zentrum des Geschehens zu nähern. So blieb dann nur aus der Ferne zu filmen. Als Videoblogger wuchs natürlich mein Neid auf die Technik, die zur Verfügung stand. Und beeindruckend war auch der personelle Aufwand. Während meines einstündigen Aufenthaltes am Ort des Geschehens wurde eine Szene, die vielleicht im Film 15 oder 20 Sekunden dauert, viermal wiederholt. Ob danach der Regisseur zufrieden war, konnte ich nicht feststellen. Zwischen den Drehpausen liefen viele fleißige Helfer herum, die den Komparsen halfen, den richtigen Platz zu finden und die ständig den Deutschen die Schuhe putzten. Der neben mir stehende Mann kommentierte: Wenigstens saubere Schuhe haben die Deutschen. Die dreckigen Hände bleiben. Eine andere Frau gleich neben mir kommentierte, dass das Filmteam eigentlich nach Deutschland an den Originalschauplatz in Nürnberg reisen wollte, um dort zu filmen. Aber Deutschland hat die Filmaufnahmen nicht genehmigt. Die Coronavirus-Situation war schuld an der Ablehnung, wusste die Dame neben mir zu berichten. Und während ich mir schweigend die Bemerkungen links und rechts von mir anhörte, erinnerte ich mich, dass am Sonntag das politische Deutschland den 31. Jahrestag der Deutschen Einheit, den Deutschen Nationalfeiertag, feiert. Wie teilte mir der deutsche Generalkonsul in Kaliningrad, Hans-Günther Matern, mit? Zitat: Am kommenden Sonntag, den 3. Oktober, vor 31 Jahren, hat Deutschland seine staatliche Einheit wiedererlangt. Zitat Ende. Seine staatliche Einheit hat dieses Deutschland wiedererlangt. Da hat der Herr Generalkonsul in Kaliningrad recht. Seine soziale und menschliche Einheit jedoch nicht. Herr Matern würdigte den Heldenmut der Ostdeutschen.
die durch eine friedliche Revolution die Diktatur in der DDR, Herr Matern schrieb nicht das Kürzel DDR, sondern formulierte, in ihrem Teil unseres Landes zum Einsturz brachten. Dass die Sowjetunion auch einen klitzekleinen Anteil an der sogenannten staatlichen Einheit Deutschlands hatte, ließ Herr Matern unerwähnt. Er folgte damit dem Beispiel seines Vorgesetzten, des Leiters des Auswärtigen Amtes, Heiko Maas, der ebenfalls keine Worte an die Adresse des Rechtsnachfolgers der Sowjetunion fand. Herr Matern teilte mir weiter mit, dass die Corona-Situation in Kaliningrad keine Massenveranstaltungen zulässt. Somit wird es also, genau wie im vergangenen Jahr, keinen Empfang im Konferenzsaal Königsberg des Kaliningrader Hotels Radisson geben. Vermissen werde ich den Auftritt von Pavel Mamontow, dem Leiter der Vertretung des russischen Außenministeriums in Kaliningrad. Er hatte es im Jahre 2019 geschafft, alles, was man Deutschland zum 3. Oktober zu sagen hat, in 20 Sekunden zusammenzufassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.